Mittelsäulenkonstruktion vom Cumulus 24 ist nochmal viel dynamischer geworden. Das ist zum Beispiel gerade für leichte oder mittelschwere Läuferinnen ein Grund, mit dem Schuh richtig Gas zu geben. Und für mich persönlich ist das der Schuh im Sortiment von Ochsensport mit eigentlich dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Nimbus 25 von Essex ist komplett neu überarbeitet worden. Die ganze Mittelsäulenkonstruktion ist nun mal dynamischer geworden. Und für mich ist das der perfekte Allround-Schuh, sowohl vom Einsteiger wie für den Fortgeschrittenen, für kurze wie für lange Distanz. Mit dem Schuh bin ich gross geworden, mit dem GT 2000, jetzt in der Version 11. Das ist der Schuh, der dank der Light-Trust-Technologie hier auf der Innenseite mit einem etwas härteren Schaum verhindert, dass jemand, der einknickt beim Laufen, zu viel einknickt und so Probleme können entstehen. Ja, endlich hat auch On einen Schuh für Leute, die gerne über lange Distanzen einen hohen Komfort haben. Insbesondere halt die Cloud-Technologie ist für die Fersenläufer, die über die Fersen ablaufen, halt optimal umgesetzt und so halt wirklich ideal für all die ganz langen Läufe. Ja, der On Cloud Monster ist wirklich ein Monster und darum geeignet für lange, weite Läufe auf Asphalt und sicher auch für alle, wo wenn sie auf der Waage stehen, vielleicht der Zeiger nicht ganz genau das anzeigt, was sie sich wünschen. Ja, alle, die Stabilität suchen, die finden das beim Hoka Rei. Durch die J-Frame-Konstruktion, wo der Gummi innen härter ist als außen, hast du halt bei jedem Schritt eine super Stabilität. Und was ich ganz toll finde, ist auch die umgekehrte Fersenkappe nach außen. Gerade wenn du Achillessehnenproblem hast, kann das eben genau dann zur Entlastung führen bei jedem Laufschritt. Mit dem Pegasus Trail von Nike hast du einen super Hybridschuh. Wenn du daheim im urbanen Gelände losrennst, hast du auf Asphalt eine super Dämpfung. Und wenn du dann mal im Wald den Weg verlässt und querfeld einrennst, hast du einen super Grip. Insbesondere die 4 mm hohen Stollen führen dazu, dass wenn du durchs Gelände läufst, Unregelmäßigkeiten ausnivelliert werden. Ja, das ist die Waffe von Nike, der Vaporfly Next Percent 2. Extrem dynamischer Schuh, das spürt man, wenn man ihn versucht zu biegen. Und halt wirklich eine Waffe für schnelle Läufe, für schnelle Training. Aber wenn man super und schön abrollt und vor allem auf dem Mittel- und Vorfuß laufen kann, auch für einen Hobbysportler wirklich ein optimaler Schuh, um halt im Training schneller zu werden und seine Wettkampfresultate zu verbessern. Die Glycerin 20 von Brooks ist der perfekte Schuh für alle Läuferinnen und Läufer mit einem neutralen Abrollverhalten, die über lange Strecken viel Komfort haben wollen. Und dank der neuen Zwischensohle, in die Stickoxid eingespritzt wurde, ist die ganze Sohle nur leichter und vor allem dynamischer geworden.